What is up? Oh, eigentlich müsste ich noch einen Klatscher machen. Ah, egal. Das kann ich auch einfach so schneiden. <laughs> ich weiß gar nicht, wo ich bei einer Audioversion klatscht. Der Klatscher ist ja eigentlich do, da, damit man Bild und Ton kann synchronisieren. Das ist ja die berühmte, die berühmte Filmklappe, die ist ja für das. Und äh, wenn ich den Solo-Podcast aufnehme, dann klatsche ich auch. Aber ich habe gemerkt, es gibt, es gibt in der Comedy eigentlich selten einen Grund, warum man klatschen sollte. Also, vielleicht in die eigene Hand, wenn einem etwas gefällt. Ähm, kann man. muss aber auch nicht sein, finde ich. Ich meine, Lacher sind äh, fast das in der Comedy als Klatscher. Und äh, noch weniger äh, eine Hand auf ein Gesicht von einem anderen Com äh, Comedian. Com Comedian. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das nur? Die Welt steht still. Nicht wegen dem Krieg, äh, nicht wegen dem Virus, obwohl das lang der Fall ist, Nein, sondern. <laughs> wegen Will Smith? <laughs> The fucking Will Smith! Uh, <laughs> ich. ich ähm ich bin das noch am Ende denken, muss ich ganz ehrlich sagen ja, Ich habe Mittwoch äh, so einen Überraschungsspot gespielt im Balz bei der Show von Matteo und äh, habe dann dort mal so eine Runde gefragt, äh, ob man über das reden rede. Und dann haben ein paar von so ja, wieso nicht? Und dann äh, han ich einfach mal so in Runde gefragt, wer findet okay, was der Will Smith gemacht hat. Und dann haben für mich doch recht erschreckenderweise etwa 80% klatscht. Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, vielleicht gesehen. Aber ein Großteil. Und ähm, da habe ich ein bisschen darüber gesprochen. Und ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter darüber schwätzen Für ein paar Auftritte. Nicht solo, dort habe ich ja mein Programm, aber für andere Sachen. Ich glaube, da, da wird sich etwas zusammenbrauen. Ähm, Drum sage ich jetzt vielleicht nicht allzu viel. außer, das ist... Dass ich es teuer finde, 1200 Dollar für eine Show von Chris Rockets? jetzt also Selbst wenn ich das Geld hat würde ich mir es aber gleich überlegen. <laughs> oh, egal, egal. So, äh, das ist äh, Solo-Folk vom feelgood Podcast. Äh, ein bisschen improvisiert, die. Äh, gut, jede Folge ist improvisiert, aber es ist. 1. April, und das ist äh, kein Scherz. <laughs> April-Scherz, es das noch? Jetzt wird schon April-Scherz, gar Muss gerade mal schauen. April-Scherz. Witze von Post, Polizei und Co. Diese Witze könnten. Äh, was könnten die? Unterkommen. Okay. Post ist ab jetzt in ingrien unterwegs, Burner. Sogar die Uniformen, Weltklasse, okay. Dann äh, Polizei Aargau hat neue Polizeirösser. I mean, why not? Schön in England gang und gäbe. Eine ja. äh, Ostschweizer Firma präsentiert äh, 80.000 Sitzplatzstadion. In Wiel, unterirdisch, ja. Stadtpolizei Zürich hat Dienstwelle neu mit Blaulicht. Mhm. Okay. Die besten Scherze der Schweizer Medien. Was haben wir da? Neu. Geht es ein Autoverlad? IC1 statt A1. Okay. Handschuhpflicht, um Druckknöpfe zu schonen in Solothurn. Hakan Yakin übernimmt FC Dietikon. <laughs> okay, da finde ich gut. Künstliche Hügel aus London wird nach Basel gebracht. Ähm. <laughs> mhm. Studispar. Okay, äh, Drama von Pantadoxner wird äh, Rolling Stones unterstützen. Und so weiter und so fort, ja. Yeah. Also, es ist 1. April und ähm, die, die Solo-Folge... Ich habe schon lange keine Solo-Folge mehr gemacht. Und wir haben eigentlich schon lange keine neue Folge mehr rausgebracht. Zwei Reuploads letzte und vorletzte Woche. Und ähm, ich habe wirklich auch unglaublich viel zu tun. Es tönt dann immer so, oh, ich arme. Und ich meine es ja gar nicht so. Ich merke, ich bin so langsam ein bisschen so, so grundmied nach äh, der letzten Monat und eigentlich auch Jahren. Weil... So auch während der Lockdowns äh, ich mir eigentlich nicht wirklich eine Pause gegeben. Das ist jetzt wirklich kein ähm, Mitleid suchen oder irgendwie Selbstmitleid oder was auch immer, sondern ich merke es einfach. Ja. Und es geht ja nicht mehr lang. Wir haben äh, diese Woche, äh, heute an dem Freitag, spiele ich in Basel, darum bin ich jetzt in Basel, großartig. Morgen darf ich in Bern sein, nächste Woche in Solothurn, alles solo, solo. Und dann habe ich einen großartigen Samstag vor mir, wo ich zuerst in Samnaun das ist irgendwie schon so Duty-Free-Zone zwischen irgendwie Schweiz und Österreich, auf der Alp im Schnee und äh, du bist dann direkt auf Zürich, wo ich einmaliges Best of im Zelt spiele. Und danach hat beruhigt das bisschen, dann haben wir nur noch Swiss Comedy Nights in Basel und in äh, was ist der Ammen natürlich. Genau. Und ähm, es ist viel losgesehen. Es ist sehr viel losgesehen. Man hatte heute auch Erfolg mit Gasten, aber, äh, Gast, aber Gast äh, Corona-bedingt nicht. Ähm, gute Besserung weiterhin. Äh, ist langsam gut, aber halt noch nicht ganz gut. Und äh, darum habe ich gedacht, melde ich mich doch jetzt wieder mal solo. Ein äh, bisschen außerterminlich an dem Freitag, aber who cares? Who cares? Und es ist ja wirklich. Einiges passiert. Also einerseits bei mir, ich habe dürfen, privat, habe ich dürfen, die erste Phase Nacht in äh, drei Jahren. Zweimal ist sie ausgefallen, somit drei Jahre müssen warten. Und äh, es ist wunderschön gewesen. Ich bin ja so eine, das haben wir im Podcast mit Nick Hartmann besprochen. Ich bin so eine, ich kann nicht, ich laufe auf Vorne dran und die, bisschen, äh, die Leute nicht, signalisieren, sie sollen aus dem Weg. Ohne Gewalt. Gewalt ist nie eine Lösung. Ja. Auch nicht bei einem harmlosen Witz. Und mache eigentlich mit Freude. Das. Und es ist sehr schön. Ähm, Top-Wetter, jeden Tag trocken. Und äh, interessiert natürlich niemanden, der nicht von Basel ist. Aber es ist sau, sehr schön. G'se. Was denn ein bisschen anstrengend war, ist, ist gerade noch ähm, zwei Auftritte an einem Kleinkunstfestival, Die Krönung mit sehr sehr langen Präsenzzeiten. Es ist aber eigentlich sogar ein Wettbewerb. Ja, die Krönung heißt, es wird jeden oben vom Publikum König oder Königin gekürt. Am einen oben haben wir in Adorf gespielt im Thurgau und am anderen oben in Burgdorf im barnische Und Adorf, Adorf ist für mich das ist ein Wunderpunkt, Da hatte ich mal einen wirklich katastrophalen Auftritt. Oh mein Gott, ist das schlimm gesehen. Das habe ich sogar auf der Bühne eine Zeit lang erzählt, weil das so schlimm war. Ich hatte eine Comedy-Dinner in einem sehr schönen Restaurant, das war wunderbar. Gewesen. Und ähm, irgendwie, was war das da Ich glaube, mein zweite Programm. Wiener Le Promi. Sowieso schon eher ähm, städtisch und ein bisschen ähm, urbanes Material, sage ich jetzt mal. Und die haben, glaube ich, wirklich etwas anderes erwartet. Und ich auch, ja. Ähm, ich habe gedacht, wow, da kommen dann viele Leute zu mir sehen. Da hat sich dann herausgestellt, die sind, glaube ich, nicht zu mir sehen, sondern auf zum Comedy sehen, waren sie essen. Und ähm, so ist dann auch rausgekommen. Und dort habe ich noch zwei Teile gespielt. Und wirklich schon nach dem ersten Teil, wo einfach still war. Still, dreiviertel Stunden lang. Ich erzähle und mache und tue. Und äh, sage dann, äh, ja, jetzt machen wir Pause. Wirklich warm ich sagt dass wir jetzt Pause machen, stehen die Leute schon auf und eine läuft mit so um einem Kittel, <laughs> Läuft an mir vorbei und sein. Ja, die zweite Hälfte wird sicher besser. Nicht so, ja, yeah, danke. Und dummerweise äh, habe ich dort äh, sicher noch viel, viel, viel äh, fehlende Erfahrung. Gehabt. Und mir nicht überlegt, dass ich vielleicht die ein oder andere Anpassung im Programm könnte machen könnte. Und hat rum auch die Zugabe <laughs> fix eingeplant. Hatte, weil die Zugabe war eigentlich der Schluss. Ja, ich also gedacht, hey, und wenn die Leute klatschen, dann komme ich nochmal und danach singe ich noch ein Lied. Tatsächlich. Und ähm, das habe ich dort nicht anders gemacht. Und dann sage ich so, das war es. Und die Leute stehen schon so auf und ich sage, so, ja, aber noch nicht ganz, noch nicht ganz, ich singe noch eins. Und alle so, oh nein. <laughs> also sie haben es nicht ausgerufen, aber ihre Augen und ihre Körpersprache haben es sehr klar signalisiert. Und ähm, mit Adolf habe ich mich jetzt versöhnt, definitiv. Weil am Freitag durfte äh, ich dürfen, äh, die Krone gewinnen. Was mich sehr gefreut hat. Und was mich eigentlich wirklich, wirklich, wirklich noch mehr gefreut hat, ist, wo am Samstag dann in Burgdorf der Jank Krone gewonnen hat. Sensationell. Er ja. hat einen Top-Auftritt äh, und absolut verdient. Und das war so für mich in meinem Kopf wirklich das Traum-Szenario. Weil der eigene Herr gibt es, show schon so ein Ding gewinnen. Ähm, aber zweimal muss ich auch nicht sein. Charles hat damals zweimal gewonnen, der auch vor ein paar Jahren war. Und ich wusste, dass Cenk kommt, und, und ich habe dann auch irgendwie so, so hier und da äh, in meinem Kopf so gedacht, ja, ich will es eigentlich schon gewinnen, aber ich will auch, dass der es gewinnt. Und, äh, ähm, weil eben, der Ehrgeiz ist ja gleich da. Auch wenn Wettbewerbe dumm sind und das ganze Zeugs, ist mir dann gleich so, hey, es wäre schon ein Nice. Ich habe aber eine, eine gesunde Gleichgültigkeit, gehabt, weil ich eben gewusst habe, der Cenk ist dabei. Da habe ich völlig locker gespielt am Freitag. Und wahrscheinlich auch wegen dieser Lockerheit habe ich das dann irgendwie gewonnen. Und am Samstag hat der Cenk gewonnen. Und das war für mich das absolute Traumszenario szenario gewesen. es war so schön. Gewesen und danach sind wir beide mit unserer Krone im Auto <laughs> zu Run DMC, Down with the King, sind wir rumgefahren. Heim und zu. Äh, sehr schön gesehen sehr sehr schön gesehen ähm, es ist äh, auch sonst viel passiert, nämlich äh, habe ich noch schnell für den Kollegen Patrick Scott Patrick Scott äh, äh, eine Rolle eingeschwätzt für sein neues Hörbuch wo äh, jetzt den zusammen mit dem, äh, Frank Richter haben wir so eine kleine äh, wie nennt man das ja wir sind so eine so, der, 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 der Boss und sie sie blöde so in diesem Stil ähm, und ich bin der blöde Assistent und der Frank ist der Boss. Und jetzt sind wir äh, eine wunderbare ähm, Location, wo Gölle <laughs> zum Beispiel auch schon Songs und ganze Platten aufgenommen hat. Tolles Tonstudio in so einem alten Haus, so, so, so 70s Villa-mäßig. Traumhaft gesehen. Traumhaft gesehen. Und äh, der gerade erwähnte Frank, der hat dann noch Premiere gehabt mit seinem zweiten Programm. Und das ist. Das ist wirklich absolut großartig, ja. Ich, ich überstolz mich mit superlativ, aber es ist tatsächlich so. Ich habe ähm, ich habe ja Regie machen für den Frank und was heißt Regie bei einem Comedy Solo? Das heißt mehr so ein bisschen Spiegel, mehr so ein bisschen äh, Rot-Rotschlaggeber, äh, sofern man das kann. Ein bisschen am Material rumfielen, ein bisschen Sachen umstellen, ein bisschen Feedbacken, halt viel schauen, an viel Auftritt gehen und immer wieder so, do könntest du noch vielleicht und das war noch eine Idee und so. Aber äh, ganz klar, der Chef ist der, wo das Programm macht und das ist ja der Frank. Und ähm, er hatte äh, noch die Woche davor, gehabt, wo, wo so, so medium gelaufen ist, sagen wir jetzt mal. Und ich habe irgendwie schon gedacht, ah, das ist wahrscheinlich gerade gut so. Und an der Premiere hat er einfach sensationell alles gemacht. Also sensationell performt, alles auf einen Punkt gespielt. Äh, der Schluss ist äh, an sich schon ähm, eher emotional, ohne dass ich jetzt, jetzt viel will will, aber ich bin nicht der Einzige, gewesen, der gekühlt hat. Also wirklich alle mit Tränen dort. ein Traum gesehen. Wenn ihr könnt, gehen unbedingt um Frank richten sein neues Solo. Blabla bla, Land. Kollegen. Dann äh, diese Woche noch äh, kurz auf Köln voll der Jet-Set, ähm, schnell äh, für Stand-up 3000 ähm, eine Sendung aufnehmen. Zum Glück alles wunderbar gelaufen. Ähm, also fast. <laughs> also einigermaßen. Also, naja. <laughs> aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber das ist halt so, wenn man eine Fernsehsendung aufnimmt und in dem Fall vier an einem Tag. Kann es mal sein, hier passt etwas nicht ganz und da muss man nochmal etwas aufnehmen. Darum ist alles ein bisschen länger gegangen ähm, und, und Energie, Haushalt, äh, auch im Publikum zum Teil, glaube ich, noch schwierig zu managen nach ein paar Stunden. Dass man dann noch Bock hat, zu lachen, voll dabei ist und so. Ähm, Darum zum Machen für mich, jetzt nicht der spaßigste Auftritt gesehen, aber alles herum eigentlich sehr entspannt. Tolle Leute wieder gesehen, ähm, aus der deutschen Szene, auch aus der Schweizer Szene natürlich. Und ähm, was praktisch ist, ist wenn man auf den Zug kann sitzen kann und niemand umsteigen muss, vor allem mit der Deutschen Bahn, das ist so, das ist so meine Grundregel, wenn ich kann, äh, den Zug nah und es geht äh, von der Zeit und alles auf, dann mache ich das, weil äh, Fliegen finde ich äh, aus den offensichtlichen Gründen äh, manchmal schon ein bisschen schwierig, äh, so wenn man für einen Auftritt schnell nebenan fliegt und wieder zurück und so und äh, vor allem auch, ist es mir zu stressig. Und ich habe, schon, ich habe schon, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel, oh mein Gott, einmal, ja, einmal habe ich einen Flug verpasst, geschäftlich. Und zwar nicht der unwichtige. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich habe in so einer Kinderserie mitgespielt vom Schweizer Fernsehen namens Best Friends. Und ähm, ich bin eine Nebenrolle gesehen. Darum bin ich nicht fix immer am Dreieck Ort gesehen. Zumindest nicht für die Staffel. Das war die erste gesehen Für die dritte bin ich dann quasi fix dort gesehen. Äh, das ist in Amsterdam gefilmt worden, übrigens. Erzähle ich jetzt im Programm. Ähm, Weil es ja schon eine spezielle Situation ist, wenn man so 30 Jugendliche zusammen nehmen tut. Und es noch ein bisschen spezieller ist, wenn man das in Amsterdam macht. Aus auch offensichtlichen Gründen. Auf jeden Fall, auch bei der ersten Staffel bin ich eben so immer so ein- und ausgeflogen worden für meine drei Tage. Und äh, ja, was bin ich dort? Anfang 20, das heißt eh noch ein bisschen anderes Leben geführt. Und ein Kollege von mir ist bei mir daheim und wir haben ein klassisches Game und Suff oben gehabt. Das war so, so unser Ding damals. Hey, einfach FIFA <laughs> Fifa spielen und möglichst viel trinken dazu. Und irgendwie Musik und äh, äh, schießt labern. So. Und dann hat er auch gefunden, er ist so nett. Ähm, er sucht mir, den passen die raus, wo ich am nächsten Tag muss nehmen, um zum an den Zürich Flughafen fahren von Basel und von dort dann auf Amsterdam zu fliegen. Und ich habe wirklich nicht überlegt, ne, von ja voll easy und er sagt mir eine Zeit und sagt «Ah, kannst du an Zug nehmen?» und ich voll geil. Das ist natürlich alles schon irgendwie um drei, vier Uhr Morgen im leichten oder doch schon sehr schweres gesehen Und ich weiß mehr, wo der Fahrer genau gesehen ist, ob er die Abflugszeit genommen hat und gefunden hat, er muss einfach vor der dort sein. Aber es hat sich herausgestellt, wo ich im Zug sitze, merke ich, in einer Stunde 15 geht mein Flug. <laughs> und ich sitze noch zu Basel im Zug. Das wird nicht aufgehen. Und tatsächlich ist es nicht aufgegangen, aber ich meine, ich bin absolut selber schuld. Ich habe nichts hinterfragt, ich habe nichts nachgeschaut, sondern ich habe eine Zeit gehört, am 4 Morgen, gesagt, okay, die ist es, alles klar. Und äh, bin am Sonntag dann am Zürich Flughafen, habe meinen Flug auf Amsterdam verpasst. Und bin dort, äh, <laughs> bin dort äh, so beim Schalter und die sagen, ja, verpasst. Und ich so, shit und ich meine so eine Dreitag, so drei Tag, ich weiß jetzt nicht wie viel das gekostet hat aber das sind ein paar Zehntausig wenn nicht 100.000 Franken wo da alles in allem so eine Produktion ist und ich bin in jeder einzelnen Szene gesehen am nächsten Tag und ich denke so Fuck wenn ich jetzt nicht auf Amsterdam komme dann können die morgen da drei streichen ach das gibt ein bisschen Problem und das alles mit dem Geld von der Bürgerin am Bürger ähm, und dann habe ich mal am einen, einen Produzenten angelitten. Und dann so, ähm, ja, ist nicht so mein Problem. Leute Holländer wo die dort mitproduzieren. Dann habe ich dort erreicht, bis dann irgendwann mal die verantwortliche Person, glaube aus äh, ihrem Weekend langsam aufgewachen ist. <laughs> Und bin ich so glücklich, hat. Ich war eine Weibel Und sagt, hey, buch auf den neuen Flug. Wir zahlen das. Und ich ah, voll geil. Okay. Nächstes Problem, ich Anfang 20, ich habe natürlich keinen Sturz, einfach nichts. Und muss einen neuen Flug buchen vor Ort, ein Weg, an dem Tag, Zürich, Amsterdam, hat irgendwie 450 Franken gekostet. Ich wüsste auf meinem Konto, falls dreistellig, sicher nicht 450 oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann äh, sagt aber die Person am Schalter, aber hier und zurück ist viel günstiger. Und ich so, wirklich, ja, dann sind wir 230 oder was weiß ich. Und ich so, okay, cool. Und dann habe ich einen gratis Rückflug. Gehabt. So, jetzt aber, äh, dann habe ich das machen, bei denen irgendwann zu oben angekommen, das hat Der nächste den nächsten drei Tage hat, hat können gemacht werden. Jetzt hat aber die Produktion dort hat mir schon unabhängig von dem einen Rückflug gebucht. Und auch dort, damit es günstiger ist, wieder. Mit einem Flug zurück nach Amsterdam. Sehr kompliziert, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und somit hatte ich dann irgendwie mehrere Flüge und habe ich gefunden, die nutze ich aus. Und dann bin ich irgendwie zwei Wochen danach zurückgeflogen, einfach wieder auf Amsterdam und dann einen EasyJet-Flug für weiß nicht wie viel zurückgenommen und hatte so eine Woche Ferien gemacht mit meinem besten Freund. Und somit ist das einigermaßen gut gekommen. Aber am Flughafen sein mit einem verpassten Flug und zu wissen, das waren jetzt gesehen. Das ist äh, schon jetzt so ein geiles Gefühl. Drum, wie gesagt, ich gerne Zug, alles tippitoppi. So, ähm, ein bisschen updated. Äh, wird euch sicher wieder mal updaten in nächster Zeit. Möcht aber auch noch schauen, was es eigentlich so an äh, Mails gehabt hat. Falls es Mails gehabt hat, schauen wir doch mal. Was haben wir da? Eins, zwei, drei neue Mails. Ähm. Mail Nummer 1 Betreff Horgen Oh Horgen das ist auch schon gesehen. Oh mein Gott, das ist irgendwie so ein bisschen in der Organisation ein oder andere schief gegangen. Kurzversion. Ich habe alles selber gemacht. Ich habe ich habe das Licht eingestellt, ich habe meinen eigenen Soundcheck gemacht, ich habe kaufen, Stil aufstellen, ich habe die Kasse gemacht und dann habe ich das Programm gespielt. Und, äh, es sind nicht allzu viele Leute gekommen, immerhin irgendwie 25, 30, was so für Pandemie okay ist. Und ähm, was schön ist, das ist wirklich eigentlich nie der Fall, außer bei Premiere und dann ist es meistens ein bisschen forciert, äh, ich habe Standing Ovation gekriegt. A standing Ovation kriegt ähm, und das ist so eine, so eine, <laughs> so eine Yeah, fuck you! Moment gesehen, quasi, ich alles mir salbe mache und das ist Belohnung. <laughs> und äh, du kriegst jetzt eine Mail dazu. Lieber Joel, ich frage mich seit Tagen, ob es dir ähnlich ergangen ist, als du dein Idol Michael Mittermeier getroffen hast, wie mir, als ich dich traf in Horgen Oi, 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 das sind schon große Worte. Nicht nur, dass das meiste, was ich aussprach, irgendwie völlig unbeholfen klang, ich hatte wohl auch ein unglaublich dümmliches Grinsen auf dem Gesicht, weil ich nicht fassen konnte, dass dies wirklich passierte und ich nach zwei Jahren dein neuestes Programm endlich sehen durfte. Ich hoffe natürlich, dass du trotz meinen umständlichen Worten darin noch erkennen konntest, wie dankbar ich war, dein Solo gesehen zu haben und ich es einfach fantastisch fand. Die Stimmung war wirklich Bombe. Das ist so, es ist richtig geil. Gesagt. Das Live-Erlebnis mit einer solchen Gruppendynamik ist jedes Mal wieder von neuem überwältigend. Mir hat es unglaublich viel bedeutet, von dir ein Autogramm zu bekommen und ein paar Worte mit dir zu wechseln. Vielen lieben Dank nochmal für alles. Ich freue mich bereits riesig auf die weiteren Auftritte von dir. Herzliche Grüße, Isabel. Vielen, vielen Dank, Isabel. Isabel äh, Number One Fan. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, es hat mich sehr gefreut und ich habe äh, erstens nicht gemerkt von dem, was du jetzt da geschrieben hast, ähm, wegen unbeholfen und so, äh, sondern ich habe das ein sehr schönes Gespräch gefunden und ich habe keine Autogrammkarte, äh, k, oder ich glaube ich habe gar keine mehr und, und habe dann meine Setliste, äh, die Isabelle äh, unterschrieben und es freut mich, es freut mich riesig, wenn, wenn, wenn man so etwas äh, ja, darf lesen und, und äh, nach so einer Oben, wo wirklich eben, wirklich 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 tolle ist. Und um deine Frage zu beantworten, wo nicht Michael Mittermeier, ähm, äh, definitiv eins von meinen Idolen, äh, wo ich das erste Mal getroffen habe, bin ich wirklich unglaublich nervös gesehen. Und das habe ich gemerkt bei der Premiere von Frank. Das ist so, ich bin bei bin ich nie nervös, aber ähm, beim Frank bin ich nervös gesehen, weil ich also nicht in, in Kontrolle in der eigenen Kontrolle können ha. Das ist noch speziell. Ähm, auf jeden Fall bin ich dort sehr nervös. Gewesen. Dort habe ich selber noch keine Comedy gemacht und habe auf der Radio Interview gemacht. Und ähm, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich nicht, ob in dem programm äh, in der Programm, in dem Solo-Podcast äh, oder in einem anderen Podcast. Aber ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Und darum mache ich Kurzversion. Ich habe einen 10-Minuten-Slot für ein Interview mit Michael Mittermeier. Am um halb acht, die am ich ist seine Vorstellung gesehen und so nach zehn Minuten es mal und dann, oh, ich mache noch ein bisschen und ähm, dann haben wir geschwatzt und ich habe so drei Fragen fürs Radio gestellt und der Rest habe ich für mich alles Mögliche wissen, wie er auf Englisch spielt und, und äh, wie er genau vorgeht und eben, zum Beispiel, dass er sich je, jede Auftritt, dass er jeden Auftritt aufnimmt und nachher los, äh, falls er mal do etwas Neues gemacht hat und da irgendetwas improvisiert hat. Das habe ich von ihm. Das habe ich auch in dem Podcast mit ihm besprochen, definitiv. Das weiß ich noch. Und äh, es ist alles traumhaft gesehen. Und dann wirklich so, ich glaube um drei vor acht, Uhr klopft es nochmal und es heißt, ähm, du musst jetzt auf die Bühne. Und da oh, tut mir leid, okay. Und dann hat, äh, hat es mir noch knapp gelangt, zu meinem Platz zu sitzen und arsch auf der Bühne gestanden. Und äh, dort bin ich auf Wahnsinn nervös gesehen, aber das Gespräch ist toll gesehen. Ich glaube, das, was du beschreibst, das habe ich dann k. Vor knapp zwei Jahren, wo ich äh, per äh, sehr, um, wirklich sehr zufälligen Umstand, meinen Geburtstag quasi mit dem äh, Michael Mittermeier ja feiern konnte. Er hat am 31.01. in der Samsung Hall gespielt. Einer der letzten Gross-Events vor Corona, so in, meinem, äh, in meiner Erinnerung. Und äh, danach ist noch eine Gruppe, die... Veranstalter und eben der, der Mittermeier selber und so. Äh, dann noch ein zum Nachtessen. Und äh, dort durfte ich auch mitgehen, mit meiner damaligen Freundin. Und dann ist irgendwie auch noch so entstanden, dass quasi ich ihm gegenüber sitze. Und meine damalige Freundin hat gesagt, wirklich, du bist so ein Depp gewesen. <laughs> du hast auf der Typ habe das konnte ich wirklich gar nicht können sagen. Auf immer, immer wieder, wenn er mir alle angeschaut hat, und so, na. No? Und ich so, <laughs> das auf jeden Fall. Am nächsten Tag haben wir dann an meinem Geburtstag äh, zusammen Radiosendika, vierstündige. Und dann legt sich das natürlich ab. Und dann sieht habe ich noch äh, zweimal gesehen. Und das zweite Mal davor auch einfach wirklich eine Stunde geschwätzt an den Swiss Comedy Awards. Und ähm, Jetzt die, dass das, dass das so, so weg ist, dass ich ein normales Gespräch mit ihm kann. Aber natürlich immer noch große Bewunderung. Und ähm, stimmt, natürlich der Podcast, genau, der Podcast andere andermal gesehen. Und, und dann legt mir das natürlich ab, weil man sich ja so ein bisschen besser kennt. Und äh, ähm, ja, da habe ich immer noch das Ziel, das haben wir mal live gesehen. Und äh, das hat jetzt knapp wieder nicht klappt, weil äh, die Show in Köln da ist auch. Zwei Tage später gesehen. Also muss ich nicht zusammen in einer Aufzeichnung sehen. Aber wird irgendwann noch kommen. Ähm, nächste mail Show in Langenthal. Das war eine spezielle Show. Gesehen. Dort sind es recht wenig Leute gesehen, muss ich sagen. Aber auch topstimmig. Hoi, Joschi. Joshi, das gefällt mir. Danke vielmals. Ein neuer Spitzname. Bin letzten Donnstieg an deiner Show in Langenthal gesehen, obwohl es nicht ganz ausverkauft war. <laughs> ja, das ist nicht ausgedrückt. Ist es super gesehen. Danke vielmals. Die selbst die Unfreiwilligen hast du zum Lachen gebracht. Genau, zwei sind dort gesessen, wo, ich glaube nicht ganz freiwillig die Show schauen. Und danke, dass du die Show trotzdem gespielt hast und mir einen Genuss von einer Privatvorführung gekommen sind. Ja, aufgestoßen. «Es ist auch als Zuschauer speziell, in einem kleinen Rahmen eine Show zu genießen. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich zu einem Bünzli geworden bin und nicht so ausgelassen gejubelt und klatscht habe wie bei einer grösseren Show. Ich werde das aber auf jeden Fall bei der nächsten Show von «Das Zelt» nachholen. Grüezi und eine ganz schöne Woche, Sabrina.» Vielen, vielen Dank, Sabrina. «Und in Fall bis am... Was ist das? 9. Bis am 9. Ähm und ich habe nichts davon gemerkt davon, also die Stimmung habe ich, habe ich sehr gut gefunden. Es ist natürlich so ein so eine Massending, kann einmal mehr ähm, einem dazu verleiten, noch ein bisschen ausgelassener und, und, und klatschen und was weiß ich. Aber, aber ich glaube, die Lachen, wenn man sich mal, mal drauf eingeladen hat und auch von Lachen dann sind sie einfach da. Und äh, das ist ja dort der Fall. Gewesen. Darum Danke, äh, Sabrina. Und noch eine Nachricht: Frog ins Podcast Studio. Sehr gut. Jetzt ist halt eine Frage in äh, im <laughs> Schlafzimmer. Hoi, Joel. Ich sitze gerade an meinem Stubentisch, bastle eine Geburtstagskarte und los die Podcast. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe vor einigen wenige Wochen damit angefangen, alle Folgen von der ersten weg fast komplett zu losen und bin jetzt bei der Solo-Folge vom 10.11.2021. Du ja, bist, also bist also schon recht weit. Ich habe also noch kein blasser Schimmer, ob meine Frage allefalls in der späteren Folge noch beantwortet wird. Sorry, falls das der Fall ist. Aber es nimmt mir jetzt schon wunder, gibt es irgendeine Firma an dem du gespielt hast, wo gefackt hat? Mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass das nicht die optimale Ort sind für comedy einlagen <laughs> Wie auch immer, auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank für die Podcast, wo ich sehr gern los und mich zurzeit bei fast allem begleitet. Bestimmt werde ich dich jetzt auch... Jetzt, dann auch so noch, wie möglich mal live schauen, will ich deine Arbeit als Komiker ehrlich gesagt gar nicht kenne. Shame on me, ich glaube Besserung, Vielleicht schaffe ich es auf Solothurn. Herzliche Grüße, Melanie. Danke, danke, danke. Ähm, zum äh, einerseits schnell darauf zu reagieren, ähm, wo du. Du fragst? Ja, also zuerst, nein, danke, dass du das alles so geschrieben hast. Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn du mal kommst. Solothurn ist schon ja nächste Woche, könnt also noch lange, falls du bis denn das gelernt hast oder das erst dann noch los ist, wie auch immer. Und zum die Frage beantwortet, die ist tatsächlich noch nie beantwortet worden, so wie ich weiß. Und das ist natürlich auch so ein Ding, man sagt sehr gern, wie schlimm die Firmenauftritte sind und so. Und das sind auch immer die tollen Geschichten unter Comedians. Ähm, Natürlich gibt es gute. Es ist, wie du sagst, vielleicht nicht immer das optimale Setting. Und das sind so viele Faktoren, die äh, dort mitspielen. Aber zum jetzt mal das Positive ähm, zu nennen, geht es auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall, wenn ich jetzt so überlege. Ähm, weiss ich noch, das war so ein Schlüsselmoment für mich. Wie ich vorher erzählt habe, in Adorf hatte ich noch nicht so die Flexibilität. Gehabt. Und dort hatte ich es zum ersten Mal bewusst. Gehabt. Ich hatte einen Auftritt für eine Vermögensberatung. <laughs> Und habe mir dort so meine Setliste geschrieben, das mache ich immer kurz vor dem Auftritt, wo ich so ein bisschen habe. ja, das könnte ich, das könnte ich, okay. Und stand da ne, das gseh im Papiersaal Zürich, wo, ich glaube sogar in diesem Raum, nein, das, doch, im oberen, wo der will seine Late-Night-Show aufzeichnet. Dort hat es wunderbar, so Tisch, und ich bin dann so in der Mitte gestanden und alle haben mich gut gesehen. Und habe angefangen. Und ich hatte dort hab ich so, einen Joke, der geht so ein bisschen in verschiedene Richtungen. Der ist so ein, bisschen, so ein bisschen sexuell anzüglich und ein bisschen das, ein bisschen das. So, und ich habe jetzt nur sexuell anzüglich explizit erwähnt, weil bei dem sind sie wahnsinnig gekommen. Dann haben sie so fest gelacht. Und ich schaue meine Setlisten an und merke, da habe ich jetzt so ein steinliches von dem geplant. Ich habe aber vor allem zu der Zeit sehr viel <laughs> so Material gehabt. und ähm, habe dann spontan in meinem Kopf die Setliste gestrichen und habe eine angefangen, einfach so zu aus der mentalen Schublade zu ziehen. So. Und dann noch die Geschichte und dann machen wir noch das. Und es ist ein super geiler Auftritt geworden. Es hat irgendwie sogar... Äh, eine Dame hat's gehabt, die hat, die hat mit der Zeit wirklich so keine Luft mehr gekriegt, äh, wie sie so viel gelacht hat. Und dann ist das noch so der Running Gag geworden. Und dort bin ich wirklich so sehr, sehr zufrieden gegangen und habe gefunden, ja, da habe ich jetzt definitiv äh, mein, mein Geld äh, anständig verdient. Ähm, was jetzt noch gar eine weiß ich noch spezifisch, dort habe ich so, was, was ist das, ich weiß nicht, wenn genau, vor ein paar Jahren einfach, sicher vor Corona, so ein oder zwei Jahre vor Corona, dort hatte ich so einen Herbst winter gehabt, wo ich wirklich auf hat zelle wo ich so gemerkt habe, hey, jetzt habe ich 25, 26, 27 Auftritt, wo alle Bombe gelaufen sind. Das ist viel Glück, das ist äh, ein andere, andere Reihe von verschiedenen Umständen. Und so. Aber es bestärkt einem dann natürlich auch und man kriegt eh schon so ein bisschen Lauf. Aber es hat mich dann mit der Zeit also auch so weil ich gefunden habe, es muss doch irgendwann auch wieder Verschissenen gehen. Und, und dann weiß ich noch, habe ich so eine Weihnachtsessen für, für eine kleinere Firma in einem Restaurant. Und die haben aber äh, professionelle Technikanlage, logischerweise, und einen Techniker vor Ort. Und ich mache mit dem den Soundcheck und, und ich, ich habe ihm, dort, habe ihm noch erzählt, ich erzählt, so, jetzt habe ich schon wirklich lang keinen schlechten Auftritt mehr. Gehabt. Und ich habe es dann so, so ein bisschen sowieso vorausschickt. Dann habe ich so gesagt, ah, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es heute, ja, je nach Setting und so. Und danach mache ich mir Auftritt und der hat absolut gekillt. Ähm, einfach, ich weiß nicht, mehr, was ich gemacht habe, 35, 40 Minuten und einfach. Rakete, 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 so gefühlt. Und am Schluss äh, uh, Standing Ovation, die haben absolut zugehoben, haben sie noch wollen, und alles brillant gesehen. Und äh, dort bin ich. Danach einfach so beim tschüss sagen, beim Techniker habe ich gesagt, hast ah, nicht heute gesehen. <laughs> ich habe hab mich so geil gefühlt, so so quasi klassisch Understatement vorher und dann halt Boom und dann also tschüss. Und, ah, genau das ich jetzt zu der Zeit gesehen habe ich zum Beispiel in Basel letztes Mal so eine gegeben, die Schweizer Nacht der Offiziere das hat dann eben schon so ein bisschen streng tönt und so äh, hat auch Bombe funktioniert und ähm, was ich zum Beispiel eine gesehen ähnlich so wie das mit der Vermögensberatung bin ich mal gebucht worden für äh, eine große große Energy Getränkehersteller, wo glaub sogar noch äh, vom 1 Weltmeister im Team hat. Ähm, die haben mal eine große Jubiläumsfeier gemacht und äh, dort habe ich so gedacht, gut, das ist ja die Firma. Also, das heißt die Firma, das werden auch so business ziehen und so. Und danach komm dann komme ich da da und dann merke ich, hey, das sind bis auf eben so zwei, drei business alles Menschen zwischen 20 und 30. Dann habe ich auch dort ein bisschen meine Setliste umgeschrieben und äh, das hat auch ziemlich gut funktioniert. So, darum, äh, um deine Frage äh, hoffentlich äh, genug zu beantworten, Melanie. Ja, es gibt tolle Firmenauftritte und äh, sie werden mit der Zeit auch mehr, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Also, die, die, die Positiven überwiegen mittlerweile, wenn man so ein Jahr nimmt, zwei, drei, äh, dann überwiegen die massiv mittlerweile. Das ist am Anfang eben auch noch ein bisschen aufgrund von fehlender Erfahrung und auch äh, noch nicht so gutes Material, noch nicht so gute Bühnenpräsenz. Ähm, ändert ist das mit der Zeit? Ähm, eine Bekanntheit hilft sicher auch noch, wenn die Menschen effektiv wissen, wer sie buchen, wenn die Leute dort effektiv wissen, die Person kommt, oh, kennen wir sogar, ah, da freuen wir uns vielleicht sogar ein bisschen. Das sind alles so Faktoren. Und, ähm, Drum, die überwiegen mittlerweile, aber es gibt dann immer wieder das einen Und das ist dann da wo man in einem Podcast <laughs> das Tod erzählt. So ist es. So, ähm, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt duschen und dann muss ich äh, ins äh, Theater und äh, hoffentlich eine tolle Show dort haben. Kommt vorbei, noch die letzten Solo-Termin. Äh, wie gesagt, heute Theater <laughs> morgen. Ähm, Kerl drum Käfigturm Bahn nächstes Wochenende Koffmeier Solarturn und das Zelt mit einem einmaligen Best of vielen Dank hofft es geht allen gut sie geht lieb zueinander und bis ganz bald Peace Oh, oh, oh.